Wir zeigen dir hier den Cross im Wheel und darüber hinaus auch einige herausfordernde Kombinationen. Wheelspringen ist an sich nichts für Anfänger. Man braucht schon ein bisschen Rope-Skipping-Praxis, um sich die Wheel-Technik aneignen zu können. Zum Start ins Wheel gibt es übrigens auch schon ein Tutorial, falls du da noch Hilfe brauchst. Sitzt das Springen im Wheel einmal, ist der Cross dafür nicht mehr wirklich schwierig. Wie immer ist es ein Vorteil, sich vorher die Armbewegungen ohne Seil anzuschauen. Da jeweils die rechten Arme und die linken Arme der beiden Partnerinnen mit einem Seil verbunden sind, müssen diese Arme gleichzeitig ein- und auch wieder auskreuzen. Zählen ist unbedingt notwendig, damit beide Partnerinnen wissen, wann welcher Arm gekreuzt werden muss. Hier siehst du einmal die Bewegung der Arme ohne Seil. Beide rechten Arme kreuzen ein, dann kreuzen beide linken Arme ein, dann bewegt man die rechten Arme wieder nach außen, zum Schluss die linken. Wenn du dir mit deiner Partnerin ausgemacht hast, welcher Arm zuerst einkreuzt, zähl dir am besten auf diesen Arm. Hier ist es der rechte Arm. Berührt das Seil, das mit der rechten Hand gedreht wird, den Boden, sagen wir 1. Berührt dieses Seil das nächste Mal den Boden, sagen wir 2. Berührt es zum dritten Mal den Boden, sind die Arme bereits eingekreuzt. Das heißt, wir leiten das Einkreuzen kurz nach 2. Genau genommen, wenn das Seil oben ist, ein. Unmittelbar danach, 180 Grad versetzt, leiten wir das Einkreuzen mit den linken Armen ein. In normaler Geschwindigkeit sieht das dann so aus. Mit dem nächsten Taktschlag beginnt auch schon wieder das Auflösen. Zuerst kommt wieder das rechte Seil, beide rechten Arme gehen nach außen, dann kommt das linke Seil, beide linken Arme gehen wieder nach außen. Nochmal in normaler Geschwindigkeit, 1, 2, ein, aus, aus. Natürlich kannst du das später verkürzen. Du beginnst erst da zu zählen, wo wir jetzt eben 2 gesagt haben. Also 1, 2, ein, aus, aus. Wir sehen uns jetzt noch die Beine an. Normalerweise springen die Partnerinnen im Wheel immer abwechselnd. Durch das Kreuzen springt in diesem Fall die linke Springerin zweimal hintereinander, dann springt die rechte Partnerin zweimal hintereinander übers Seil. Im Prinzip könnte also eine der beiden jeweils einfach stehen bleiben, während das Seil ohnehin zweimal unter der anderen durchgeschwungen wird. Empfehlenswert ist allerdings, zumindest mitzufedern, auch wenn man gerade nicht mit dem Springen an der Reihe ist. Man kann so den Rhythmus besser halten und es sieht auch einfach besser und flotter aus. Ein wichtiger Tipp noch zum Schluss: Behalte den Rhythmus, das Tempo bei. Gerade am Anfang neigt man dazu, immer schneller zu werden. Die Armbewegungen passieren im genau gleichen Tempo wie das normale Wheelspringen davor. Jetzt zeigen wir dir Varianten, mit denen du den Cross im Wheel noch festigen kannst. Zuerst einmal lösen wir nicht gleich auf, sondern springen ein paar Mal mit gekreuzten Armen, bevor wir wieder auflösen. Auch beim Auflösen solltest du einzählen oder dir vorher ausmachen, wie oft ihr mit gekreuzten Armen springt. Auch hier springen wir Crosses in Serie. Allerdings lösen wir jeden Cross immer vorher auf, bevor wir in den nächsten Cross starten. Vergiss nicht, die Crosses auch mit dem anderen Arm zu beginnen, sobald mit dem ersten Arm alles klappt. Wir beginnen nun also mit links. Sehr herausfordernd ist es, beide Varianten abwechselnd zu springen. Der erste Cross braucht 4 Takte, auf 5 drehst du dann einmal leer durch, beim 6. Taktschlag beginnt der andere Arm mit dem Einkreuzen. Eine tolle Konzentrationsübung mit deiner Partnerin. Zum Schluss noch etwas Witziges, wenn du Herausforderungen suchst. Die beiden beginnen in diesem Fall mit dem rechten Arm das Einkreuzen, es folgt das Einkreuzen mit dem linken Arm. Aufgelöst wird nun aber nur mehr mit dem rechten Arm, der linke Arm bleibt liegen. Der 4. Taktschlag ist also gleich Taktschlag 1 für das Einkreuzen mit dem linken Arm zuerst. Der rechte Arm wird wieder eingekreuzt und erst dann zuerst links, dann rechts ganz aufgelöst. Wir haben hier sozusagen beide Varianten ineinander verschoben. Viel Spaß beim Üben! Hier findet ihr weitere Videos. Und hier findet ihr die Playlist mit allen Rope Skipping Tutorials.